Moin moin und willkommen zu Hovercubes, ein neues First-Person-Jump-Run-Spiel, das ich euch heute zeigen möchte. Das ganze Spiel ist noch in der Early-Access-Phase, ist aber schon ziemlich gut. Also vom Gameplay her, da hast du echt nicht viel zu meckern, aber dazu kommen wir gleich. First-Person-Jump-Run-Spiel. Du rennst hier quasi immer ein Parcours, du hast da verschiedene Maps und rennst dann die Parcours durch und versuchst halt die schnellste Zeit zu erreichen. Gibt auch ein schönes Ranking. Und ja, das ist so das ganze Ziel. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Wie zum Beispiel seinen Charakter modellieren. Das ist aber jetzt noch nicht so ganz ausgereift. Du kannst ja höchstens einen männlichen, einen weiblichen machen. Und die Hautfarbe ändern. Ja. Ist natürlich jetzt nicht so viel, aber sei es drum, ist dann jetzt noch, das ist eher seit dem 2.5. draußen, ne? Ich hoffe mal, da kommt noch jede Menge mehr, weil die paar Sachen ist natürlich noch ein bisschen dünn. Das Ganze hier soll wohl, ja, sozusagen die Zentrale sein. Von hier kannst du auf die Maps zugreifen. Informationen einholen, wie zum Beispiel was die Cubes da hinten machen. Allerdings funktioniert das hier noch nicht. Steht hier auch drinne. Ich weiß auch noch nicht, was die Dinger bezwecken. In dem Video da oben kann ich wohl herausnehmen, dass das Rote hier so eine Art Trampolin ist. Aber das werden wir gleich noch hoffentlich erfahren. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Auch nicht besonders viel freigeschaltet. Aber wie gesagt, ist da noch alles sehr früh. Da können wir noch ein Auge zudrücken. Kommen wir schon zu den Cup-Maps. Ja, hier hast du ein paar, die man sich erspielen kann. Einen habe ich schon mal gemacht. Oh, da bin ich schon mal reingegangen. Wollte ich jetzt nicht, aber egal. Du musst das Tutorial jetzt erstmal durchspielen, damit du die anderen Maps machen kannst. Und wie gesagt, es geht um die Zeit. Wer am schnellsten durchkommt, hat natürlich die beste Platzierung. Es gibt noch einen Multiplayer, der jetzt noch nicht wirklich stark besucht ist. Das finde ich relativ schade, aber naja, wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht so lange draußen. Und da könntest du halt wirklich mit zwei Leuten, beziehungsweise 1, 2, 3, 4 Leuten gleichzeitig diese Map spielen, was richtig geil ist. Aber wie gesagt, da musst du die Leute natürlich erstmal für haben. Performance-technisch nochmal, sieht die ganze Geschichte sauber aus. Allerdings für AMDler, also für die AMD-Grafikkarten, sieht die hinten solche schwarzen, flackernden Schatten. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es wirklich direkt diese Schatten sind, sondern irgendwelche Texturfehler, die nur aus der Distanz zu sehen sind. Ja, kommst du an dieser Stelle vorbei, sind die weg. Ja, also ich habe das schon gemeldet. Ich hoffe, das wird sich dann auch regeln. Also für die Leute, die den Fehler haben, keine Panik. Ja, ich hoffe, es regelt sich. Ansonsten ist das Ganze sehr direkt. Die Steuerung ist sehr direkt. Das Springen kommt sofort, wenn du es willst. Das ist auch sehr wichtig bei solchen Spielen. Ansonsten hast du hier einen Jump. Ganz easy. Dann hast du hier noch so einen Dash. Den kannst du erst usen, wenn du in der Mitte diese zwei Dinge hast. Diesen außen, glaube ich. Ich glaube, der äußere ist entscheidend. Ja, genau. Der äußere ist entscheidend. Und der Punkt muss, glaube ich, bedeuten, dass du in der Luft bist. Ja, und dann kannst du dich noch ducken. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil... Ja, müssen wir nicht. 42,8. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen schneller gewesen. Ja, 40,3 bin ich schon mal gewesen. Das war ja so die billigste Map. Aber man merkt, was auch richtig gut ist bei so einem Spiel. Du kannst mit der Maus sehr schnell agieren. Das ist nicht so schwammig, das ist wirklich direkt. Und das muss bei so einem First-Person-Jump-Run-Spiel auch der Fall sein, weil ansonsten macht das alles keinen Sinn. Ja, es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte auf jeden Fall, wie zum Beispiel, möchtest du die ganze Geschichte neu starten?
dann ist das nicht so wie bei Trackmania, ein Knopfdruck und du bist sofort wieder am Start, sondern du musst die ganze Geschichte jetzt so neu starten. Quasi die ganze Map neu laden. Und das ist natürlich ein bisschen kacke, ne? Weil da kostet, also wenn du ständig verkackst an einer Stelle und immer wieder resetzt, dann das kostet echt Zeit und natürlich total die Nerven. Möchtest du eine neue Map machen oder eine neue Map spielen, musst du komplett raus und wieder zum Table und dann die neue Map machen. Die bin ich noch nicht gelaufen, aber machen wir das mal. Aber ich merke schon jede Menge Potenzial. Und ich meine, mal ganz im Ernst, diese Art von Jump'n'Run, ne? Wenn ihr euch nicht nur, also jetzt an die Entwickler gerichtet, ne? Wenn ihr euch jetzt nicht einfach nur an diesen Style festbeißt, sondern vielleicht so eine Art American Gladiators macht oder sowas. Wenn ihr versteht, was ich meine, ja? Dass man da halt irgendwie in so eine Pyramide hochlaufen muss und dann irgendwelche solche schmalen Geländer irgendwie langlaufen müsste und irgendwie sowas irgendwie lang balancieren. Irgendwie so American Gladiator-Style halt. Und das wäre richtig sick, man. Und das noch mit 4 Spielern gleichzeitig, Alter. Aber nun gut. Hier der erste. Nein! Oh! Da werdet ihr sofort zum nächsten Checkpoint teleportiert. Ja, das ist schon ein bisschen trickiger. Ah! Get fucked, Alter. Okay, das war jetzt noch nicht so gut. Das machen wir gleich nochmal. Das ist ja das Problem. Na, guck mal, bist jetzt schnell vorbei und musst du wieder restarten. Ne, das packt mich ja jetzt schon ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht bestimmt. Ich meine, guck mal, die Ladezeiten an sich haben ja jetzt nicht lange gedauert. Und der Trackmania kann, ich meine, sorry, das kriegt ihr wohl auch hin. Ah, fuck. Fuck, Mann! Und das meine ich, wenn du halt die perfekte Linie nicht hast, ne? Aber Gott sei Dank ist mein PC jetzt nicht der langsamste. Aber let's go! Das Timing von dem Dash. Das muss man bestimmt auch erstmal rauskriegen. Wow! Oh, das war schon viel, viel besser. 32,3. Definitiv. Ah. Kann man sich auch das Ranking reinziehen? The fuck? Schon Scoreboard? Ja. Das ist wo? Okay. Okay. Naja, egal. Gehen wir zurück. Ja, ihr merkt schon, also das Ganze dreht sich wirklich nur. Das ist so eine Art Trackmania, ja. Man kann sagen, eine Trackmania, nur halt Jump'n'Run. Aber die Maps sind natürlich jetzt noch ein bisschen kurz. Das ist natürlich alles ein Tutorial, ne? Wie kann man jetzt, springen? Wie kann man jetzt, dashen? Wie kann man jetzt sliden, ja? Jetzt kommen die Dinge mit den Cubes. Und dann wird es wahrscheinlich längere Maps geben, aber das werden wir ja gleich erfahren. So, los geht's. Das Visier ist schon mal anders.
Man merkt schon das Timing, das muss sitzen, Alter. Oh fuck! Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber im Jump musst du dann wahrscheinlich. Fuck! Warum hat er nichts gemacht? Okay, eigentlich easy peasy. Ah, shit, Alter. Okay, den einen kriegst du locker hin. The fuck? Oh. Okay, du kannst auch direkt auf die Dinger. Alles klar. Okay, easy. Okay, restart. Es ist so ein, du musst ja nicht jeden aktivieren, das hat man schon mal gemerkt. Aber du musst natürlich wissen, wann du deinen Dash machst, ne? Das ist dann natürlich entscheidend. Was kostet weniger Zeit? Das musst du herausfinden. Hier brauchst du es zum Beispiel nicht. Sparst du jede Menge Zeit. Fuck! Oh! Oh, fuck, man. Das war ja voll für den Arsch, Alter. Ah. Nochmal. Ja, da bin ich ehrgeizig, Alter. Ne, solange das nicht perfekt läuft, mach ich nicht weiter, Alter. Das war schon ganz gut. Aber das war gut. Ja, okay, das war jetzt nicht so geil. Ah, fuck! Ah! Alter! Und das musst du eben, Alter, auf Zeit machen. Der erste Schuss muss sitzen. Der erste Schuss muss sitzen, ansonsten hast du verkackt. So, jetzt komm. Was? Oh, komm. Eine ganz interessante Variation, die ich da gerade geliefert habe. Okay, jetzt komm. Konzentration. Hör mal hier lang. Ich glaube, hätte ich nie machen müssen. Der eine hätte gereicht. Noch nicht so gut. Oh, 0,6. Das kriegen wir hin. Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. 0,6, Alter, das ist nichts. Den Einsprung, den ich rechts extra nochmal gemacht habe, der war unnötig. Ansonsten hätte es gepasst. Komm jetzt. Zack. Boah, sauber!
Nein! Ne, komm, da kann ich wieder neu starten. Alter, komm, einen machen wir noch.